Die Goldmedaille macht uns dann noch einmal So they said, of course it's a long preparation, but of course once you're really out there and you realize that you're singing the German hymn, that's just a warm moment for itself. That's a special moment. Okay, sag mal, man hat ja auch viel gehört, auch bei uns, natürlich in den Fernsehübertragungen, dass ihr einen riesen Aufwand betrieben habt, natürlich auch in den Vorbereitungen. Da gab es auch das Gerücht, ihr habt euch echten Sand von der Copacabana aus Rio nach Deutschland ins Trainingszentrum fliegen lassen. Ist das Schmäh oder ist das wirklich gewesen? Nein, also eingeflogen nicht, aber wir waren, Markus Böckermann, ein anderer Hamburger Athlet, war auch mit uns da beim Turnier im April schon und hat da ein Sandglas mitgenommen, dass wir wissen, wie der Sand da zusammengesetzt ist und haben das dann hier in Hamburg, der Olympiastützpunkt Hamburg hat das dann nachbereiten lassen, also genau die Körnung, Zusammensetzung, wie das ist, nachgemacht und ein Feld damit aufgeschüttet. For our English-speaking friends and smart friends, had to let you understand, they even copy-paste in a sort or prepared the sand from Rio here in Hamburg to have the ideal situation to train for the games in Rio. Inimaginable, isn't it? Fantastic. An extra applause. An irrsinnige Vorbereitung. Sorry enough. Now also, very important, of course, the last days you've met so many people and every